Töpferort Adendorf, 20 Kilometer südwestlich von Bonn. Hier führten Kannenbäcker des Westerwaldes in den 1740er Jahren die Herstellung von Steinzeug ein. Wie in ihrer Heimat trafen sie in Adendorf auf reiche Ton- und Holzvorkommen. Die jüngeren Töpfereien, die in der Blütezeit während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und später entstanden, liegen nördlich und südlich der Durchgangsstraße Meckenheim-Arzdorf. Die älteren Betriebe mit ihren typischen breiten Straßenfronten finden sich nördlich vom alten Ortskern. Darunter auch das Familienunternehmen Hüffel in der Schützenstraße. An das Wohnhaus reihen sich entsprechend der Arbeitsabfolge die Wirtschaftsgebäude. Auf dem Hof wird der Ton angeliefert. Im angrenzenden Gebäude liegen die Werkstatträume, die der Tonaufbereitung, dem Drehen und Dekorieren der Gefäße dienen. Die Auslage der Töpfereierzeugnisse zeigt zahlreiche häusliche Gebrauchsartikel. An den witterungsgeschützten Lager- und Trockenhof grenzt der Ofenkomplex. Stufen führen auf die gewölbte Ofendecke, die sogenannte Kapp. Darunter liegt der eigentliche Ofen, der Setzraum, der das Brenngut aufnimmt. ...1957 mauerte der heutige Töpfereibesitzer Josef Hüffel die baufällige Kapp neu auf. Außen versah er sie mit dem herkömmlichen Lehmstrohverputz. Statt eines Kamins hat der Ofen 31 Zuglöcher. Hinter dem Ofen. Hier lagern Buchen und Eichenhölzer. Rechts im Bild der sogenannte Schädel, wo die getrocknete weiße Ware zum Einsetzen bereitsteht. Hinter dem Fenster stapeln sich große Einmachgefäße und kleinere Artikel wie Kannen oder Schüsseln. Ein direkter Durchgang verbindet den Schädel und den Setzraum. Hier haben Anneliese Hüffel und ihr Sohn, der Töpfergeselle Max Josef, mit der zeitraubendsten Tätigkeit zur Ofenvorbereitung begonnen. Sie legen die Feuerkanäle, Züge oder Kelle frei. Der 1887 erbaute Flammenofen der Töpferei Hüffel gehört zum Typ des Kasseler Langofens, dem traditionell verbreitetsten Steinzeugofen. Er war heimisch in den Zentren rheinischer Steinzeugherstellung, Siegburg, Frechen und Langerwehe, im belgischen Raren und im Westerwälder Kannenbäckerland. Abgewanderte Töpfer führten die Öfen auch in die jüngeren Töpferorte wie Adendorf, Speicher und Betzdorf im Elsass ein. Vor jedem neuen Besatz gilt es, den Belag der Ofensohle zu beseitigen. Die Kelle stehen, vom vergangenen Brand müssen losgeschlagen und von Schrottele befreit werden. Schrottele heißen die verbackenen, ehemals weichen Tonwalzen. Durch sie lassen sich die Kelle stehen, auf den Stöch, den Mauern zwischen den Zügen, genau platzieren. Dieser Ofen hat 6 Kelle. Beim Brand schlagen die Flammen aus den Zügen durch die Steine an die Ware. Intakte Kellesteine werden im nächsten Brand wiederverwendet. Der Geselle Max Josef bearbeitet sie daher mit Vorsicht. Zerbrochene Steine wandern in den Drahtkorb zu den Schrottele, mit denen man früher Fußböden legte. Heute gehen sie als Rohstoff in die Schamotteindustrie. Der Korbinhalt landet wieder Ausschuss auf dem Schrottelplatz. An
Anneliese Hüffel stapelt die Kellesteine an der freigelegten Ofendecke. Die Rückwand des Ofens, die Töpfer nennen sie Arsch, zeigt deutliche Glasurspuren. Während des Brandes schlagen Partikel der Dekorfarben und Salzdämpfe im gesamten Ofenraum an. Der Großvater von Frau Hüffel, Josef Hubert Niederstein, gründete den Betrieb. Der Ofen, den er und ein Ofenbauer errichteten, hatte querliegende Züge und nur zwei Feuerungen. Nach dem Ersten Weltkrieg verlangte die Produktion größerer Gefäße einen geräumigeren Setzraum und ein Heizsystem mit drei Feuerungen. Die gemauerten, querliegenden Arme des ehemaligen Gespannofens wurden nach dem Zweiten Weltkrieg durch die längs ausgerichteten Züge des heutigen Kelchesofen ersetzt. Die Kelle sind paarweise angeordnet. Jedes Paar wird vom Schlontes aus durch ein Feuerungsloch beheizt. Der Geselle sortiert zerbrochene Platten aus. Alle benötigten Brennhilfen stellt die Töpferei selbst her. Je nach Besatz verarbeitet sie allein für Stapelhilfen mehrere Tonnen Ton. Unversehrte Plate, Stänger und Kassetten, gelochte Brennbehälter für kleinere Artikel sind wie die Kellesteine für mehrmaligen Gebrauch bestimmt. Den Bruch trägt Max-Josef Hüffel zu den Schrottele. Die Stöch sollen eine ebene Unterlage für die neuen Kellesteine bilden. Daher löst Max-Josef Hüffel die verbackenen Rückstände. Sie bestehen aus Sand, der bei den hohen Brenntemperaturen bis ca. 1250 Grad Celsius verkrustet. Später werden die Rückstände von den Zügen in die Feuerung gekehrt. Auch der Verputz der Kapp weist nach dem Brand Mängel auf. Der Geselle schlägt Glasurtropfen und brüchige Putzstellen von der Ofenwölbung ab. Die Lücken wird er mit Stampfmasse verschmieren. Er untersucht die Flächen gewissenhaft nach Schadstellen. Verputz, der sich während des Brandes löst, beschädigt die Ware. Der Betriebsgründer erbaute den Ofen ganz aus Feldbrandziegeln. Innen schützte ein Auftrag aus Magerton und Stroh die Steine vor der Hitze. In den 50er Jahren ersetzte Josef Hüffel den Tonverputz durch eine Schamotteverkleidung, die sogenannte Stampfmasse. An die Stelle der Ziegel traten für die Kapp keilförmige Schamottesteine. Sie ermöglichten eine stärkere Deckenwölbung, die den Druckverhältnissen beim Brand besser standhielt. Die frühere Bezeichnung Schluß hat sich auch für den neuen Schamotteverputz erhalten. Das Verschmieren der Masse nennen die Töpfer Schluse. Das Kehren. Für den Gesellen der letzte Arbeitsschritt vor dem Einsetzen. Um den Flammenzug zu begünstigen, steigen die Kellen von der Rückwand zum Eingang stark an. Am Schädel beträgt die Tiefe nur 10 cm. Am Arsch sind die Kellen 80 cm tief.
Töpfermeister Josef Hüffel. Während sein Sohn den Ofen zum Einsetzen der Ware vorbereitet, stellt er mit seiner Frau und einer Mitarbeiterin Brennhilfen her. Den Ton teilt er mit Draht in Portionen auf, aus denen er Klötzchen formt. Ein Klötzchen entspricht der Tonmenge, die zum Drehen einer Plate nötig ist. Die Mitarbeiterin Albertine Kastenholz sticht Löcher in die Plate, die Trocknungsrissen vorbeugen. Mit nassen Händen zentriert der Töpfer den Klotz auf der Scheibe. Handballen und Handkante drücken ihn flach. Ein Wirkspan beseitigt Unebenheiten. Mit dem Draht trennt der Töpfer die Plate von der Scheibe. Frau Kastenholz besandet die Platten, damit sie während des Brandes nicht mit den Gefäßen verbacken. Ein anderer Werkstattraum. Josef Hüffel hat die alte Tonreinigungsmaschine umfunktioniert zur Herstellung von Schnett. Mit Wucht wirft er die mehrere Kilo schweren Tonballen ein. Durch entsprechend gelochte Metallvorsätze werden Schnett mit 3,5, 2 und 1,5 cm Durchmesser gepresst und bei einer Länge von 50 cm abgeschnitten. Ton einwerfen, Schnett wegtragen, körperlich anstrengende Tätigkeiten, früher ausschließlich von Männern ausgeführt. Heute übernehmen sie aus Mangel an Arbeitskräften teilweise auch Frauen. Frau Kastenholz rollt die Tonwalzen in Sand, sodass sie sich nach dem Brand leichter von Kellesteinen, Brennhilfen und von der Ware trennen lassen. Generell übernehmen Frauen im traditionellen Töpferbetrieb Henkeln, Bemalen und Verputzen der Ware. Daneben führen sie zahlreiche Hilfstätigkeiten aus. Die wichtigsten Arbeiten, Formen, Einsetzen und Brennen der Ware liegen seit jeher in der Hand der Männer. Der Geselle besandet die Stöch entlang der Ofenrückwand, wo er die ersten Kellesteine legen wird. Weißt du, wenn er jetzt Schnitte? Ja. Ach so. Hast du viel nicht? Na ja, kenn ich. Als Unterlage der Steine dienen Schnett mit dem größten Durchmesser. Am hellen Klang erkennt der Geselle, dass die Steine unversehrt sind. Beschädigungen können zum Bruch während des Brandes führen und die Ware zum Einsturz bringen. Thank you.
Die noch weichen, hochplastischen Schnitt lassen sich mühelos formen. Max Josef, das älteste der 6 Hüffel-Kinder, hat das Töpfern im elterlichen Betrieb von seinem Vater erlernt. Josef Hüffel hat nach der Übernahme der Töpferei nur diesen Sohn ausgebildet, während der Betrieb bis zum Zweiten Weltkrieg meist 2 Gesellen beschäftigte. Bei der heutigen Verkaufslage für Keramikprodukte ist ein kleiner Betrieb nur unter dem enormen Arbeitseinsatz vieler Familienmitglieder rentabel. Fremde Hilfskräfte werden nur für einzelne Arbeitsphasen oder stundenweise beschäftigt. So, Reihe, Start. Noch 2. Ehe, ne? An der Rückwand ist ein geschlossener Boden für die erste Topfreihe entstanden. Entgegen dem üblichen Sprachgebrauch bedeutet Reihe hier eine Aufschichtung von Gefäßen über die gesamte Ofenbreite bis an die Kapp. Erst der richtige Stand der Ware entscheidet über den Brennerfolg. Die Gefäße müssen in bestimmten Abständen fest und leicht geneigt in Richtung Schädel aufsitzen. Besonders wichtig ist daher das Anstellen des ersten Topfes. Nach diesem Gefäß wird die übrige Ware ausgerichtet. Daher die Gewissenhaftigkeit, mit der der Geselle den Gefäßsockel aufbaut und die Position des Topfes mit der Wasserwaage überprüft. Ahnsteller nennen die Töpfer denjenigen, der diese wichtige Arbeit verrichtet. Die übrige Plat schützt die empfindliche Gefäßkante, die Boden und Wandung bilden, vor scharfer Flamme. Die schmalen Spalten zwischen den Kellesteinen geben den Flammen den Weg in den Ofenraum frei. Je weiter entfernt die Steine von der Feuerung liegen, je mehr müssen sie auf Lücke gelegt werden, damit die Hitze gleich stark alle Töpferware erreicht. Bis 1920, als die Zentrifugen aufkamen, nahmen Entrahmungsgefäße für die häusliche Milchwirtschaft einen großen Anteil des Sortiments ein. Auch der Absatz an Einmachgefäßen für Sauerkraut, Bohnen, Gurken und Fleisch ging zurück. Sie stellen aber in der Töpferei Hüffel noch immer den Hauptanteil der Produktion. Während die niedriger gebrannte Irdenware sich als Kochgeschirr eignet, verträgt Steinzeug keine starken Temperaturschwankungen. Steinzeug weist jedoch andere hervorragende Eigenschaften auf. Die feinkörnigen und aluminiumoxidhaltigen Steinzeugtone brennen bei ca. 1250 Grad Celsius zu einem harten, wasserundurchlässigen und säureresistenten Charme.
Daher gehörten Konservierungsbehälter schon immer zum festen Repertoire der Steinzeugtöpfer. Am weiteren Stapelaufbau beteiligt sich auch Frau Hüffel. In anderen Betrieben setzen allein Männer die Ware ein. Die Schnett halten Abstand zwischen den Töpfen. So können Hitze und Salzdampf auch die Böden und das Gefäßinnere erreichen. Der Ofen ist etwa 8 Meter lang, 2 Meter hoch und 3 Meter breit. Die extremen Druckverhältnisse beim Brand machen eine Mauerstärke von 1 bis 2 Metern erforderlich. Der Rauminhalt des Ofens beträgt etwa 33 Kubikmeter oder 12.000 Liter. Dabei gibt die bei Töpfern übliche Literberechnung den tatsächlich ausgefüllten Raum an, während die Angabe in Kubikmetern auch die Lücken zwischen den Gefäßen und den Platz der Brennmittel einschließt. Die Töpfe der dritten Lage müssen, um die Standfestigkeit zu erhöhen, untereinander verbunden und an der Rückwand abgestützt werden. Die großen zylindrischen Einmachtöpfe bleiben, abgesehen vom Glanz der Salzglasur, unverziert, während die übrige Ware den für Steinzeug typischen Auftrag blauer Kobaltsmalte erhält. Frau Hüffel malt stilisierte Blumen und Strichdekore auf, die von allen Steinzeugzentren bekannt sind. Der poröse Scherben saugt die Farbe rasch auf. Später brennt der blasse Farbauftrag unter der Salzglasur kräftig blau aus. Einfache Gebrauchskeramik kennt keine Signatur. Manche Gefäße lassen sich einer bestimmten Werkstatt zuweisen, weil die Keramikmalerin einen eigenen Strich mit erkennbaren Stilmerkmalen entwickelt hat. Töpfermeister Hüffel, der alle Arbeiten überwacht, prüft mit dem Senkel die Neigung der Topfreihe. Die Ofenhitze wird die Ware in Richtung Schlontes ziehen. Sie darf daher nicht senkrecht stehen, sondern muss leicht in Schädelrichtung geneigt sein. Vater und Sohn sind ein eingespieltes Team. Josef Hüffel legt getrocknete Kellesteine auf die Ofensohle. Die frischen Steine dürfen nur auf den Mauern liegen. Die Steine über den Kellen, auf denen das Gewicht der Ware lastet, müssen bereits gebrannt sein. Im Hintergrund links stapeln sich Kassetten. Die runden Brennhilfen mit durchbrochener Wandung nehmen besonders kleine Teile hier Deckel auf. So lässt sich der Ofenraum optimal ausnutzen. Ich hatte ja schon mal vorhin gefragt. Ihr liegt dort der Scheitel stehen, wie der Schlotterplatz, der muss sich werden. Thank you.
Kein Platz wird verschenkt. Gefäße mit geringerem Durchmesser setzt Josef Hüffel in die Zwischenräume. Während die Männer sich voll auf die Setzarbeit konzentrieren, tragen Frau Hüffel und Frau Kastenholz ständig Schnett von der Werkstatt und Ware vom Schädel in den Ofen. Wer ist Opa Schnitter? Na, wer ist er? Katze Wehmutter Haare Schnitter. Josef Hüffel baut die Randpartie der Topfreihe auf. Bis knapp unter die Ofenwölbung sollen die kleineren Warensorten sich türmen. Nur so erzielt man die größtmögliche Wirtschaftlichkeit beim Brand. Die kleinsten Gefäße unterlegt der Töpfer mit Schnett des geringsten Durchmessers, Würmchen. Ein Großteil der Ware ist bereits eingesetzt. Im Ofen bleibt gerade noch genug Raum für den Meister, der sich vom Sohn die benötigten Brennhilfen und Warensorten anreichen lässt. Das hat 15 Euro. 15 mit Deckel drauf. Na ja, schon toll. Lad für 15 mit Deckel. Was kriegst du da drauf? Ein Wäldchen und 200-300 Gramm. Mit Öl. Was noch? Und ein kleines Deckelchen. Der oder zwei? Zwei.
Und was wäre uns hier? Nein, nein, hier wäre uns nicht mehr. Sinko! Josef Hüffel überprüft die Neigung jedes einzelnen Warenstoßes. Ein schwankender Stapel kann die Arbeit von 4 bis 6 Wochen gefährden. So lange benötigt der Familienbetrieb, bis die Ware für einen Salzbrand gedreht, gehenkelt und dekoriert ist. Senkel. Bis zur Anschaffung eines kleinen Gasofens 1975 brannte die Töpferei Hüffel 10 bis 12 Mal jährlich im Flammenofen. Seitdem kommt man mit weniger Salzbränden im alten Ofen aus. Da Ofensohle und Kelle zur besseren Flammenführung bis zum Schädel hin ansteigen, erhalten einige Plate, um gerade zu liegen, hinten eine doppelte Schnittunterlage. Deutlich erkennbar sind auch die zentimeterbreiten Spalten zwischen den Kellesteinen, die die Flammen selbst an den entferntesten Punkt der Feuerung an die Ware gelangen lassen. Das ist eine Stunde Stollen. Der ist so schnell. Ja. Und jetzt wird es voll auf. Ein 12-Liter-Gefäß, der letzte große Topf, ist platziert. Und das Enkel. Zum fertigen Ofenbesatz fehlen noch das Kreuz und die Sägerkegel. Seit ein paar Jahren benutzt der Betrieb diese Keramikkegel mit unterschiedlichen Schmelzpunkten. Wenn sich ihre Spitzen nach unten neigen, weiß der Töpfer, wie hoch die Ofentemperatur ist. Früher erkannte er sie allein an der Glutfarbe. Mit dem Einsetzen des Steinzeugkreuzes, einem nicht nur in Adendorf geübten Brauch, bitten die Töpfer um Gottes Beistand zum Gelingen des Brandes. Ein an Palmsonntag geweihter Buchsbaumzweig dient demselben Anliegen. Etwa 4 Tage haben die aufwendige Vorbereitung und das Füllen des Setzraumes gedauert. Du, das kannst du selber setzen. Jetzt kann der Schädel gesetzt, das heißt der Ofen verschlossen werden.
Der Geselle errichtet den Schädel, indem er jeweils 2 Lagen Schamottesteine auf eine Lage Schnitt setzt. Im oberen Mauerdrittel bleiben 2 Öffnungen. Die kleinere dient dem Einsatz eines Temperaturmessgerätes, das die Töpferei seit kurzem verwendet. Durch die größere Öffnung, das Kicklauch, beobachtet der Töpfer die Glutentwicklung und die Reaktionen der Sägerkegel. So erkennt er, wie er den Brandverlauf durch gezielte Maßnahmen steuern kann. Alle Vorbereitungen sind getroffen. Der 2-1/2-tägige Brand kann beginnen.